Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Dorp de Mi. Oh, ja Leute, ich habe brandneue Neuigkeiten für euch, an euch und ich bin mega, mega gehypt, diese mit euch mitzuteilen. Und zwar werden wir schon diese Woche Donnerstag ein richtig cooles Update bekommen. Und Leute, wie ihr wisst, kommt ihr am 21. Juli... Ja, Juli, Leute, nicht Juni. Ein weiteres richtig krasses Update, worüber ich euch im letzten Video schon was erzählt habe. Allerdings kommt diesen Donnerstag schon ein weiteres Update, worüber wir in diesem Video hier reden werden. Und das finde ich auch mega, mega cool. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefällt. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und ja, Leute, es wird richtig, richtig cool, Leute. Adopt Me macht langsam wieder einen guten Fortschritt. Das gefällt mir doch sehr. Falls dir auch gefällt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein. Schreib auch gerne mal deine Meinung über das Update, was ich euch hier zeigen werde, in die Kommentare rein. Es ist noch nicht da, Leute, aber es kommt am Donnerstag diese Woche schon. Und ja, wir reden darüber. Ich zeige es euch nach dem Intro. Ja, Leute, wir bekommen 4 neue Pets und 3 von denen werden hier drin sein. Ja, Leute, ihr seht richtig, eine leckere Eiskugel mit einer leckeren Eiswaffel. Und wenn wir jetzt mal reingehen, Leute, sehen wir ja schon, wir haben hier die normalen Pinguine und irgendwo läuft ja auch noch der süße goldene Pinguin rum. Exakt, Leute, die kann man sich mit einem goldenen Goldfisch kaufen, Leute, mit dem GGF, mit dem... Girlfriend? Goldfisch? Jedenfalls goldener Goldfisch. Ihr versteht schon, was ich meine. Und ja, dieser kostet 225 Robux. Den kann man werfen und dann hat man eine 1:10 Chance, dass eben ein goldener Pinguin anbeißt. Und ja, Leute, das Ganze hier wird ersetzt. Das heißt, dieses langweilige Gebäude hier, was wirklich, Leute, wenn wir jetzt mal hier mal... das ganze Ding mal betrachten, es sieht schon wirklich sehr, sehr langweilig aus. Und das Ganze wird ersetzt. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie das Ganze aussehen wird, Leute. Ich werde es euch gleich zeigen. Und ich finde, es sieht richtig, 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 richtig cool aus. Das hier ist ja schon so von so 2019-Style. Es ist halt wirklich nichts krasses. Es ist halt einfach irgendwie so ein See mit so einer Eisdiele. Und dann ist es halt so... Es ist halt wirklich nicht so nice, Leute. Es ist halt wirklich nicht so nice. Und yo, okay, bei Tag sieht schon ein bisschen cool aus, muss ich sagen, gerade wo es Tag geworden ist. Aber Leute, das Neue wird noch 10-mal cool aussehen. Und wir bekommen auch 3 neue Pets. Und zwar einmal den King Pinguin, den goldenen King Pinguin und den Diamond King Pinguin. Und wie diese aussehen, zeige ich euch jeden Moment, Leute. Davor laufen wir aber nochmal ganz kurz... Wobei, nee, Leute, wir packen erstmal das ab und danach kommen wir zu den anderen Sachen, die ich noch habe, Leute. Und ich kann euch schon ein Pet zeigen, was in den neuen Eggs drin sein wird, Leute. Aber davor springen wir jetzt mal auf YouTube, weil ich habe euch was zu zeigen. Ja, Leute, hier sind wir auf dem offiziellen Play Adopt Me Kanal. Könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen umgeben, wie bei diesem Video. Ich auch, Leute, gerne ein Like da lassen, falls euch diese Information gefällt. Und ja, Leute, hier bekommen wir einen neuen Ice Cream Shop. Und hier sehen wir ihn auch schon, Leute. Und das sieht einfach so viel lebendiger und so viel besser aus, als den Ice Cream Shop, den wir aktuell haben. Also da kann man sagen, was man will. Da sind so Kirschen, da liegt überall Eis rum. Man kann sogar, Ski fahren. Man kann, nee, nicht Ski, Leute. Schlittschuh? Ja, Schlittschuh, Leute. I'm sorry, I'm sorry. Und da sehen wir auch schon die Pinguine im Hintergrund rumlaufen. Dann haben wir hier Elsa, Leute. Und hier haben wir 60% für einen King-Pinguin, 37,5% für einen goldenen King-Pinguin und 2,5%. Das heißt, einer in 25... Nee, nicht einer in 25, doch. Jetzt ist meine Mathe, Leute. Es ist schon sehr spät. Doch, einer in 25 ist... ist ein Diamond King Pinguin. Und ja, Leute, hier sehen wir das ganze Ding und hier sind sogar Häuser mit drin, Leute. Das ist riesengroß. Also viel, viel größer als das, was wir haben. Und hier sind die Pinguine. Ja, Leute, hier haben wir den King Pinguin, den goldenen Pinguin und den Diamond King Pinguin. Und ich finde, ja, die sehen eigentlich meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich, ziemlich cool aus. Und die kommen, wie gesagt, am Donnerstag, Leute. Die kommen, wie gesagt, am Donnerstag. Und das, ja, das sind die Pinguine, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie cool findest du diese Pinguine? Ich werde natürlich darüber Videos machen, wie ich diese Pinguine... beziehungsweise wie ich mir diesen goldenen Goldfisch, den man dafür immer noch verwenden kann, kaufen werde und dementsprechend auch die Pinguine dann mir besorgen werde. Hoffentlich auch einen Diamant in den King Pinguin. Und Leute, das ist jetzt so das Ding. Eventuell wird ja bald auch, ich sag mal, das Honigding, wo man ja die Bienen holen kann. Eventuell gibt es ja auch irgendwann, es gibt ja eine King Bee, eine Queen Bee und eine normale Bee. Eventuell gibt es ja auch irgendwann neue Bienen. Das fände ich auch sehr, sehr cool, Leute. So viel zu den Pinguinen, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird, Leute. Und das heißt natürlich auch, dass man diese Pinguine, die wir hier gerade sehen, nicht mehr bekommen kann. Das heißt, sie werden mit Zeit an Wert gewinnen. Und wie viele Pinguine habe ich, Leute?
Pinguin. Ich habe 2 normale goldene Pinguine, einen neongoldenen Pinguin und einfach irgendwie 50 normale Pinguine. Das ist mal richtig krass. Die werden auf jeden Fall selten mit der Zeit, weil man will sie nicht mehr bekommen können. Aber sie sind schon süß. Da kann man schon sagen, was man will, Leute. Die sind schon schnuckelig, Leute. Die sehen schon süß aus. Ich finde die cooler als die King-Pinguine, aber die King-Pinguine sind halt neu. Deshalb sind sie halt auch cool, Leute. Und jetzt gehen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Und zwar, Leute, werden wir noch ein weiteres Pet bekommen. Und ich glaube, das ist so ein Pudel, so ein Dackel, so ein süßer, süßer Hund. Und wo bekommt man den und wie bekommt man den und wieso bekommt man den? Und das zeige ich euch jetzt, Leute. Und zwar gehen wir dafür nämlich in den Headshop rein. Also aktuell ist es noch nicht da, aber am Donnerstag wird es da sein, Leute. Wir gehen in den Headshop. Und hier wird es nämlich dann einen neuen Headshop quasi geben. Hier irgendwo gibt es eine Abteilung. Ich denke mal vielleicht sogar hier. Und dort werden nämlich UGCs von Adopt Me reinkommen. UGCs sind eigene Items, die Adopt Me auf Roblox hochgeladen hat. Davon habe ich auch übrigens ein paar. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ich verlinke euch das Ganze einfach mal in der Videobeschreibung. Jedenfalls sieht das Ganze so aus. Neue Items kommen da immer rein. Man kann sie halt in-game kaufen. Und hier sehen wir auch, Leute, dieses Board da. Und wenn halt neue Items da sind, kann man sie halt kaufen. Die kann man dann auch auf einem richtigen Roblox-Charakter tragen. Das heißt, die können sie nicht nur in Adopt Me tragen, sondern auch auf einem richtigen Roblox-Charakter auch. Das ist nämlich das Coole. Und dann seht ihr hier, Leute, ihr bekommt so ein Geschenk. Und da bekommt ihr halt ein paar Sachen raus, wie ihr hier sehen könnt. Und auch, Leute, diesen wunderschönen Hund. Und Irish Water Spindel, okay. Aber ich finde, der sieht sehr, 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 sehr süß aus, Leute. Der sieht schon sehr, 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 sehr süß aus. Da kann man sagen, was man will. Sehen wir ihn nochmal genauer, Leute. Ich find ihn schon cool. Und sie sagten auch, es werden noch mehr Pets reinkommen, worauf ich mich auch sehr, sehr freue. Wenn wir hier mal auf Community Creations gehen und mal Adopt Me UGC eingeben, haben wir hier alle UGCs, die Adopt Me bis jetzt hochgeladen hat. Und Alter, das sind jede Menge. Und Leute, wenn wir hier mal meinen Namen eingeben, sehen wir schon, boom, ich habe tatsächlich auch ein paar. So zum Beispiel so ein süßes Pflaster auf der Nase, sag ich mal. Oder noch andere, könnt ihr gerne abchecken. Und natürlich kaufen, falls ihr das Ganze möchtet. Aber müsst ihr natürlich nicht, Leute. Aber ich finde, das sieht schon recht cool aus. Ich habe außerdem jetzt noch vor, so ein Plushie von mir zu releasen. Den könnt ihr euch auch holen, Leute. Vielleicht ist er schon da, während ihr dieses Video hier seht. Mal sehen. Guckt gerne nach. Und ich würde an der Stelle sagen, Leute. Haben wir das Ganze gesehen? Man kriegt auf jeden Fall diesen süßen, süßen Hund. Aber ich habe noch eine weitere Information für euch. Und zwar, Leute, sehen wir hier erstmal dieses Haus hier. Und das ist jetzt ja nichts Besonderes. Ich denke mal, das wird in einem Eis-Ding drin sein, weil hier sehen wir auch so ein Eis. Und das sieht so aus, Leute. Es ist halt hier unten Eis und so. Das ist ein Haus. Aber, Leute, jetzt haben wir hier ein Video. Und zwar Just a Windmill. Einfach nur ein Windrad. Nichts anderes zu sehen. Aber doch, Leute, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man noch was anderes. Und, Leute, seht ihr schon? Schreibt mir in die Kommentare. Seht ihr schon? 3, 2, 1, da! Das ist einfach ein Zebra. Ja, Leute, ich denke mal, das wird ein neues Pet sein von dem neuen Cracked Egg, Pet Egg und Royal Egg. Also, die werden ja am 21. Juli ersetzt. Und ich denke mal, das wird ein neues Pet da drin sein, Leute. Ein Zebra. Und ja, wir haben wirklich noch kein Zebra in Adopt Me. Das wundert mich, weil ein Zebra ist ja ein recht beliebtes Pet, Leute. Wir haben ja sogar in Deutschland den Zebra-Streifen. Also, jeder kennt gefühlt das Zebra. Und ich finde es ganz cool, dass es reinkommt. Man sieht es leider nur von hinten, aber man kann klar und deutlich erkennen, dass es halt ein Zebra ist, Leute. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Falls dir das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert auch, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mit zu verpassen. Wie gesagt, ich werde sehr viele Videos über das Update machen und ich bin wieder am Double Time, Leute, weil ich weiß nicht, ich will eure Zeit nicht damit verschwenden, mir hier zuzuhören, wie ich das Video entmoderiere und abmoderiere, ist es, glaube ich, Leute. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute!